Er wurde dann in Amerika sehr berühmt, aber hat sich immer erinnert an seine Anfänge in Deutschland. Wir befinden uns hier in Berlin in der Thomas-Findet-Ausstellung in der Galerie Judin. Eine sehr große, besondere Ausstellung mit vielen Exponaten, die teilweise noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Thomas Findlands Zeichnungen sind sehr markant, gut wiedererkennbar, also wurde sein Name weltweit zu einem bekannten Markennamen, zu einem Label. In den 50er Jahren war in Amerika Homosexualität noch verboten. Aber es gab ein paar Magazine, die oft unterm Ladentisch gehandelt wurden, in denen tolle Männerzeichnungen zu sehen waren. Das Magazin Physique Pictorial war sehr erfolgreich, zeigte viele verschiedene Künstler mit ihren Zeichnungen und Fotos. Und Tom of Finland produzierte eine ganze Weile tolle Zeichnungen von Bodybuildern mit perfekten Körpern für Physique Pictorial. Lange Zeit war es eher feminin besetzt mit Kleidern und Drag Queens und Kostümen und Federboa. Und Thomas Findlay hat durch seine hypermaskulinen Protagonisten einen ganz anderen Schub versetzt. Die Community definiert sich heute durchaus zum großen Teil über eine sehr männliche Variante. Thomas Findlay hat das Bild von Homosexualität in der Öffentlichkeit sehr verändert, beeinflusst und verstärkt. Tom hat eine besondere Kunst entwickelt, Oberflächen darzustellen, zum Beispiel die Schattenbildung auf Leder oder der Haut. Alles mit Bleistift auf Papier und sieht plastisch aus, manchmal sogar wie fotografiert. Thomas Findlay hat ja nur eine begrenzte Zahl von Motiven hinterlassen. Fertig ausgearbeitete Zeichnungen und auch Skizzen. Der Markt wertet diese Limitierung mit höheren Preisen. Inzwischen kosten die Zeichnung ein kleines Vermögen. Tom hatte seine erste Ausstellung in den 70er Jahren und danach etliche erfolgreiche Galerieausstellungen. Glücklicherweise kurz vor seinem Tod sogar noch eine Museumsausstellung. In New York im berühmten Whitney Museum wurden seine Zeichnungen gezeigt. Und es hätte ihn sicherlich sehr stolz gemacht, wenn er wüsste, in wie vielen namhaften Museen heutzutage seine Bilder ausgestellt werden. Ja, er hat sich halt von Anfang an konzentriert auf klassische Motive. Denn diese Bilder sind immer aktuell. Die waren in den 50er Jahren begehrt und die werden auch noch in 50 Jahren ein Symbol sein für Männlichkeit. Klassische, maskuline Schönheit.